Juhu, ich habe gehört, ihr wollt wissen, wie das funktioniert mit diesem Dachzelt. Ich zeig euch das mal. Legst du Fuß rein, wie warm das ist? Unser letzter Game Drive, unser letzter Game Drive Tag hier, von daher nehmen wir die nochmal mit. Bis denn! Aufmerksame Zuschauer wissen nämlich jetzt, dass wir uns quasi seit dem Ende des letzten Vlogs nicht mehr von der Stelle bewegt haben, weil wir gerade Mittag gegessen haben, ein bisschen faul sind. Und wir uns jetzt auch irgendwie nicht irgendwie ein Special Opening hier für den letzten Vlog überlegt haben. Auch doof. Haben wir vergessen. Haben wir vergessen. Naja, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind nämlich schon wieder weitergefahren, müssen langsam die Rücktour schon antreten. Und zwar sind wir jetzt hier. Ja. Und zwar sind wir jetzt erstmal nur auf unsere Campsite gefahren, haben ein bisschen eingekauft. Übrigens, Fakt, total wichtiger, sonntags kann man hier keinen Alkohol kaufen. Das heißt, wir haben müssen auf der Campsite nachher unser Bierchen trinken, unseren Sundowner. Aber werden wir ihn kriegen. Auf jeden Fall richtig coole Campsite. Die Campsite gefällt mir bisher sehr gut. Richtig geil, auch preislich total fair und zeigen wir euch gleich nochmal. Richtig cool. Können wir mal kurz gleich sonst den Blick von, den wir jetzt haben. Ich wollte gerade sagen, wir werden uns wahrscheinlich gar nicht bewegen. Wir haben während des Mittagessens hier schon tatsächlich das erste Warzenschwein und die ersten Nilpferde gesehen. Von daher bleiben wir auch hier einfach sitzen für den Rest des Tages. Das erste ist schon raus aus dem Wasser. Das sucht schon wieder Nahrung. Ja. Zeigen wir euch jetzt einfach mal. Wir drehen euch mal um. Und tada, unser Ausblick. Direkt auf den Kavando River. Hier geht's ein Stück runter. Vielleicht sind hier Nilpferdabdrücke. Das kann sein. Wir haben auch tatsächlich hier schon unsere erste Schlange gesehen, die wir in den ganzen 2,5 Wochen davor noch nicht gesehen haben auf der Campsite. So, Madame hat wieder geflunkert. Natürlich, sie. Eine Minute später ist sie gleich wieder am Kaffee machen. So zum Kaffee machen, verdonnert. Ja, dafür muss ich ja hier, ne, euch ein bisschen entertainen. Ne? Übrigens für alle einmal zur Info, also unsere erste Gasflasche, wir haben 2 im Auto, die hält immer noch. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, wir haben auch 2 dabei, wenn ihr, also falls ihr mal 2 Platten braucht zum Kochen, das geht auch. Damit sollte man eigentlich so ziemlich alles hinkriegen. So, das ist unser Campingplatz. Autoküche. Vermutlich müssen wir das noch teilen, aber an sich ist das ja nicht schlimm, die Abwäsche. So, unsere Aussicht. Hier haben wir uns ein bisschen in Schatten gepackt. Und dann gehen wir hier einmal durch den Busch. So, Badebereich. Eigentlich echt cool gemacht. Also schon, die ganze Fahrt war auch schon so witzig, ne? Und echt witzig ausgeschildert. So. Also wenn ihr mal hierher kommt, lasst euch überraschen, der Weg ist echt witzig. Also sie haben sich, also ich glaube, das sind 4 Kilometer ungefähr. Und die Fahrt war doch recht unterhaltsam. Hat man ja auch nicht immer. So, jetzt muss ich nochmal gucken. War ich ja richtig neugierig schon wieder. Da hat aber geplanscht. Ich glaube, da ist ein Nilpferd richtig schön rein ins Wasser. Das haben wir verpasst. So, jetzt kommt das Highlight. Mal gucken, wem das alles so gefällt. Schreibt mal rein in die Kommentare, wem das gefällt. So. Cool, oder? Thank you.
ich im Wald warten, weil Marco hat schon wieder irgendeinen coolen Vogel entdeckt, den er unbedingt fotografieren will. Der sah mal cool aus, oder? Ja, der war total bunt. So, Foto aus dem Kasten. Mir wurde gerade gesagt, kann weitergehen. Ja, was ganz cool ist, hier könnt ihr auch, also nicht nur als Camper hin, hier soll es auch noch irgendwie so Baumhäuser geben, die dann auch so lustige Badezimmer outdoor-mäßig haben mit ja, Dusche unter den Sternen. Und wir werden jetzt mal gleich so in diese Gemeinschaftsbereiche gehen. Da kann man ja auf so einem Deck ein bisschen chillen, gibt auch ein Restaurant und eine Bar und auch tatsächlich einen Pool im Fluss. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich Marco noch dazu kriege, da mal reinzuspringen. Juhu, ich habe gehört, ihr wollt wissen, wie das funktioniert mit diesem Dachzelt. Ich zeig euch das mal. Mit zwei Strapse, die könnt ihr abmachen. Dann ist einmal komplett 360 Grad hier Klettverschluss. Abziehen. Übrigens am besten die Seite und zuerst kletten, wenn ihr es zumacht. Hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Andersrum ist es. Ja. Beim Viertürer müsst ihr meistens so ein bisschen auf die Hinterbeine, auf die Hintertüren noch mal ein bisschen raufklettern. Das nutzt alles nicht. Ich bin 1,90 Meter. So ganz ohne geht's halt. So einen kleinen Nutzis in der Leiter. Die könnt ihr so hin und her schieben, die rasten dann halt immer ein. Es gibt zwei Punkte, einmal hier hinter und einmal vorne, dass wenn ihr die auspackt. So. Das hier könnt ihr auch runterklappen, die Seite. Sonst sammelt sich das Wasser hier drin. Auch nicht so nice. So viele Hippos da hin. So. Hier ist einmal der Regenschutz. Den haben wir einfach mal drum gelassen, weil sicher ist nachher sicher. Müsst ihr noch mal ein bisschen gucken, dass es dann immer ein bisschen durchluftet. Also ich die Feuchtigkeit auch so ein bisschen reinsetzt. Ne? Ja. So eine kleine Nut. Zack. Rein. So, ich mache jetzt auch nicht alle. Ja, reinspaziert, Herr, reinspaziert. Jetzt sind alle Fenster auf. Normalerweise sind die auch mit zu. So sieht mein Gesicht aus, wenn ich Zelt aufbaue zurzeit. Hier oben im Norden. Und Feuer macht den Ball. Jetzt sind wir fertig. Ich mache jetzt die Schlafsäcke noch weiter auf und dann gibt es gleich Essen. Ja, und für alle von euch, die vielleicht auch mal ein bisschen Inspiration in der Campingküche brauchen, ist eine ganz coole Idee hier. Gibt es so schön scharf eingelegt mit Öl, so verschiedenes Gemüse. Und da einfach eine Portion Couscous kochen, das geht ruckzuck und das beides vermischen und schon hat man so einen Salat, so einen Couscous-Salat Meal Prep vorbereitet. Haben wir ganz viel für unsere Fahrten in den Toscha gemacht. Nur mal so als Tipp, falls man mal was anderes möchte. Guten Morgen. Ja, wir sind schon mal wieder unseren ersten Game Drive hier gefahren. Und zwar sind wir heute im, dein Einsatz? Wabuata, mit wie? Nationalpark, genau. In der Mahango? Mahango. Mahango Core Area, genau. Oh. War toll, also können wir total empfehlen. Und hier gibt es ein
die erste Runde, die wir auch gedreht haben, wo wir die meisten Tiere gesehen haben, kann man mit jedem Auto befahren. Und dann gibt es hier grundsätzlich noch so eine 4x4-Runde, die, aber ich schon mehrfach gehört habe, ist nicht so sehenswert, hatte sie uns auch erzählt. Wir sind jetzt trotzdem ein Stück hier reingefahren, aber ungefähr gar kein Tier gesehen. Also, es hat sich gelohnt, ich habe einen coolen Vogel gesehen. Ja, bitte einblenden und dann. Ja, okay, das ist eine coole. Ja, du hast. Einmal. Ansonsten gibt es hier wirklich nichts. Von daher lohnt sich überhaupt nichts, total zugewachsen. Und von daher werden wir jetzt wieder zurück zur coolen Runde und vielleicht da nochmal eine Runde drehen. Es war schon mittags fast, aber hey, why not? Ist unser letzter Game Drive, unser letzter Game Drive nach hier. Von daher nehmen wir die nochmal mit. Hat sie erzählt, dass wir Büffel gesehen haben? Schon. Ich glaube, hatte ich erzählt, oder? Hier geht voll der Bär schon wieder ab. Ja. Der Bär nicht. Der Bär nicht, der Büffel geht hier ab.